Nasse Schuhe, was gibt es Schlimmeres? Doch das hat sich nun mit dem Space Dryer 1.0 endgültig geändert. Mit dem Space Dryer werden eine Bedienungsanleitung, der Space Dryer selbst sowie die entsprechende Steuerzentrale zur Steuerung mitgeliefert. Damit der Space Dryer nicht komplett im Schuh verschwindet, gibt es einen Stopper. Damit der ganze Schuh ideal trocknet, können Gelenksdüsen angebracht werden. Zuallererst muss der Space Dryer mit Energie versorgt werden. Dafür muss das mitgelieferte Stromkabel in die Steckdose gesteckt werden und schon kann es losgehen. Space Dryer in die Schuhe stecken und warten, bis diese getrocknet sind. An der Steuerzentrale können 4 verschiedene Trocknungsmodi ausgewählt werden. Einerseits der Endlosbetrieb, jedoch ist es auch möglich, den Space Dryer automatisch nach 1, 3 oder 6 Stunden auszuschalten. Dies wird über ein einfaches Drücken des Knopfes erreicht. Der aktuelle Betriebszustand wird durch die kleinen Leuchten angezeigt. Die mitgelieferten Gelenksdüsen kommen dann zum Einsatz, wenn man mit dem Space Dryer den Schuh nicht ideal belüften kann. Dazu einfach die Düsen an die 2 Space Dryer Elemente anstecken und die Stopper an der Seite des Space Dryers sorgen dabei, dass dieser nicht komplett in den Schuh hineinrutscht. Um einen unangenehmen Duft zu vermeiden, können Duftblättchen in die dafür vorgesehenen Schlitze gesteckt werden. Solltest du öfters nasse Schuhe haben, dann ist der Space Dryer 1.0 der ideale Begleiter, um am nächsten Tag wieder ordentlich Gas zu geben. Ab jetzt sind nasse Schuhe keine Ausrede mehr.